Also erstens mal bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich mit so großartigen Musikern jetzt diese Aufnahmen machen durfte. Ich kann mir eigentlich jetzt für diese Musik keine bessere Band wünschen. Für mich ist das jetzt ein großer Schritt natürlich, als Sideman in diese Bandleader-Rolle zu schlüpfen und auch in die Komponistenrolle zu schlüpfen. Aber ich merke jetzt, dass ich das unglaublich gern mache. Den Heiri Kenzig am Bass und den Christi Doran an der Gitarre, die kenne ich seit gut 20 Jahren. Wir haben in verschiedensten Situationen schon zusammengearbeitet. Wir unterrichten auch alle drei seit vielen, vielen Jahren an der Jazzschule in Luzern. Der Heiri hat mich dann auch ins Vienna Art Orchestra geholt. Über diese Station lernte ich den Klaus Dickbauer kennen, der ja das Altsaxophon und die Bassklarinette spielt jetzt. Ich habe ihn dann gefragt, wen möchtest du an deiner Seite haben, an der Posaune? Und er hat uns sofort gesagt, den Robert Bachner. Die Musik ist natürlich sehr inspiriert von der Art, wie Jazzmusiker musizieren. Harmonisch hat es mit Jazz in dem Sinn nicht so viel zu tun. Die Inspiration kam von meinem langjährigen Freund David Angel, ein Komponist aus Los Angeles. Er arbeitet oft nach einem harmonischen System, das auf die ganz alten Erkenntnisse aus der Mathematik zurückgeht, die eigentlich für die westliche Welt der Pythagoras bewiesen hat. Die ganzen Kompositionen beruhen genau auf diesen Zahlenverhältnissen und was das nachher harmonisch ausdrückt. Ich habe bei der Arbeit eigentlich viel mehr beobachtet, was die Natur an sich einfach macht. Dann natürlich als Jazzmusiker mir schon dann gewisse Freiheiten genommen und das in formalen Zusammenhang gebracht. Das ist dann der nächste Schritt für mich, jetzt hart zu arbeiten, damit diese Band auch auf die Bühne kommt und 2013 dann wieder eine Tournee spielen können. Das wird auch ein Teil meiner Arbeit in Zukunft sein, wieder ein Programm zu schreiben, das man spätestens übernächstes Jahr oder so dann wieder aufnimmt. Es ist schon nochmals eine andere Dimension als Musiker, wenn man dann wirklich seine Musik schreiben kann, so genauso wie man es halt eigentlich spielen möchte. Und die Möglichkeit hat, das so umzusetzen, wie ich das jetzt machen durfte.